Hallo alle zusammen. Ja, ich muss das Video nochmal neu machen, weil ich vorhin auf den Fotomodus gekommen bin. Und ich dachte mir so, okay, du nimmst jetzt weiß ich nicht wie lange auf und scheiße, Foto. Ja, also, nochmal von vorne. Ich wurde getaggt von der lieben Karin. Ihr Video packe ich euch in die Infobox rein. Zu dem Film-Tag. Danke, liebe Karin. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist natürlich sehr, sehr passend, weil ich ja jetzt gerade mit meiner DVD-Sammlung fertig bin. Und demnach, klar, bin ich jetzt noch voll in der Materie drin. Ich meine nicht, dass ich in puncto Filmen irgendwann mal raus wäre aus der Materie, da bin ich immer drin. Aber es ist jetzt eigentlich ziemlich passend und ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, ja, die Personen, die auch meine DVD-Sammlung gesehen haben. Fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Was ist dein Lieblingsfilm? Also, ich bin ja ein Filmfreak und das würde jetzt einfach den kompletten Zeitrahmen sprengen, wenn ich jetzt alles aufzählen müsste. Und wenn ich mich wirklich, wirklich, wirklich für einen einzigen Film entscheiden müsste, wäre das Moulin Rouge. Frag mich nicht warum. Ich mag ihn halt sehr gerne. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag den Soundtrack unheimlich gerne. Und ich finde, es ist halt nicht nur Tanzfilm. Es ist jetzt nicht nur so Musical. Singen, Tanz, Dingsbums, Gedöns. Es ist nicht nur Drama, es ist nicht nur Comedy, also es hat halt ziemlich viele Elemente in sich vereint, was ich sehr schätze, was ich sehr gut finde. Und ich finde ihn unheimlich gut gemacht. Ich mag Nicole Kidman, ich mag Ewan McGregor, deren Stimmen, wie die singen. Und das ist, ach, weiß ich nicht, ich finde es einfach toll. Also, wie gesagt, wenn ich einen auswählen müsste, dann den. Frage Nummer zwei. Was war dein erster Film im Kino? Ja, mein allererster Film war Ariel. Ja, da kann ich mich sogar noch ein bisschen dran erinnern. Und ja, das war halt mein erster Kinofilm. Frage Nummer drei. Wenn du eine Filmfigur wärst, welche würdest du sein? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich hier so ein bisschen schon mal vorbereitet und mir ein paar Notizen gemacht zu dem Tag. Aber da habe ich noch eine Lücke, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, mir ist irgendwie nichts Passendes eingefallen. Ich weiß nicht. Einmal Frage an euch, das könnt ihr mir in die Infobox schreiben. Wenn ihr mich seht, habt ihr dann irgendwie einen bestimmten Filmcharakter vor Augen? Oh, ich werde angeschrieben, sorry. Einen bestimmten Filmcharakter vor Augen, wo ihr dann denkt, die kommt mir irgendwie bekannt vor oder Veri, da würde es so reinpassen. Das würde mich mal interessieren. Also, ich splitte das jetzt mal auf, weil wir gerade bei Ariel waren. Wenn ich Animationsfilm, also Zeichentrick, mir aussuchen könnte, wäre ich gerne Ariel. Weil, wie gesagt, ich denke mal, es lag wahrscheinlich daran, weil es mein erster Kinofilm war. Er hat mich wirklich sehr, sehr beeinflusst. Und ja, ich liebe Meer, ich liebe Schwimmen, ich liebe Wasser einfach über alles. Und für mich war damals als Kind schon immer klar, ich möchte eine Meerjungfrau sein. Wenn ich jetzt von richtigen Filmen ausgehe, dann finde ich immer so starke Frauen, starke Charaktere, unabhängige Charaktere finde ich immer sehr toll. Was mir jetzt so spontan einfällt als allererstes wäre zum Beispiel Lara Croft. Tomb Raider finde ich sehr, sehr geil. Ja, sowas halt. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Irgendwie Rachel Weisz in die Mumie wäre ich auch gerne. Deswegen habe ich mir auch immer so oft meine Haare braun gefärbt, weil ich das immer, ach, weiß ich nicht, ich mag sie so sehr und ich finde sie so toll und sie ist so hübsch. Ja, weiß ich nicht, sowas halt, keine Ahnung. Naja, Frage Nummer 4. Welcher Film war ganz schlecht? Also, da gibt es einige. Also, ich fand zum Beispiel Wild Wild West, fand ich, weiß ich nicht, ich hatte zwar ein paar lustige Elemente drin, aber ansonsten fand ich den Film nur schlecht. Dann der Tag, an dem die Erde stillstand, war nichts Überraschendes drin. Ich habe auch das Original gesehen. Mit dem Original konnte ich auch nicht so viel anfangen. Die Filme haben sich, finde ich, schon ziemlich geähnelt.
Das Remake und das Original. Ich habe das Remake eigentlich nur wegen Keanu Reeves geguckt, aber der war so langweilig. Also der hat sich einfach nur gezogen. Dead or Alive, ich fand den Trailer so genial. Der Trailer ist Hammer. Und der Film selber war dann so ätzend. Also war richtig ätzend. Und welchen ich überhaupt nicht verstanden habe, ist Elektra. Also ich fand ja Daredevil damals schon komisch. Aber danach. Nach dem Film bin ich rausgegangen und dachte so, okay, er ging so. Aber als dann Elektra rauskam, da dachte ich so, was war das jetzt? Was habe ich da jetzt gesehen? Also, das fand ich ganz, ganz komisch. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Dann, ja, Frage Nummer 5. Was ist dein Lieblingsgenre? Ja, ich habe eigentlich kein Genre, was ich jetzt nicht unbedingt gucke, ja, es geht. Also es kommt immer auf den Film an. Ich sage jetzt nicht nur, weil der und der Film in dem und dem Genre angesiedelt ist, gucke ich das jetzt nicht, weil ich dieses Genre nicht mag. Das ist Panne. Es kommt drauf an. Ne? Wenn mich der Film interessiert, dann gucke ich auch, was weiß ich nicht was. Aber so hauptsächlich gucke ich halt eher so Fantasy, Mystery, Krimi, Thriller, Abenteuer, Drama, Komödie. Sowas gucke ich halt. Und sechstens, welches Genre schaust du gar nicht? Wie gesagt, gar nicht kommt bei mir eigentlich nicht so vor, aber was ich jetzt nicht wirklich gucke, ist jetzt so Western, Boxerfilme, kann ich nichts mit anfangen, Heimatfilme, kann ich auch nicht so wirklich was mit anfangen und selten, aber es kommt wirklich drauf an, aber sehr selten Biografien. Biografien kann ich auch nichts anfangen, großartig, kommt drauf an. Siebtens, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Oh, ja, jetzt kommt die lange Liste. Also, ja, es werden einige fehlen. Ich sag jetzt mal eben schnell nur welche, die ich gut finde. Ne, alles andere, wir haben jetzt 7 Minuten gedreht schon. Ansonsten, wenn ich jetzt weitermachen würde, wären wir irgendwo bei 1 Stunde und 7 Minuten. Also, Viggo Mortensen. Auch wenn momentan irgendwie nichts mehr von ihm kommt, aber trotzdem mag ich ihn sehr gerne als Schauspieler. Johnny Depp, Russell Crowe, Kevin Spacey, Jeff Bridges, Nicolas Cage, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Gary Oldman, David Thewlis, Sean Connery. Ach, die Liste könnte ewig so weitergehen. Ja, deswegen Frage 8. Welches ist deine Lieblingsschauspielerin? Das könnte jetzt genauso weitergehen. Also momentan ist bei mir ganz oben Jennifer Lawrence. Finde ich sehr, sehr gut. Nicole Kidman, Naomi Watts, Julianne Moore, Kate Winslet, bla 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 bla, bla 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 und so weiter und so weiter. Also das könnte jetzt auch ewig so weitergehen. Dann Frage 9. Wie viele Filme hast du zu Hause? Gekaufte, nicht gerippte. Gekaufte, ich bin jetzt gerade mal hier von meiner DVD-Sammlung, bin ich gerade mal durchgegangen, meine Schublade, wo alle drin sind und habe einmal ganz schnell durchgezählt. Ich bin bei 141 mit den Blu-rays zusammen, also nicht nur DVD, Blu-ray. Ich habe natürlich viele mehr, aber die VHS-Kassetten zähle ich da jetzt nicht mit zu und die Sachen, die ich auf der Platte habe, zähle ich jetzt auch nicht mit dazu. Ich habe jetzt nur die reinen DVDs und Blu-rays gezählt und da bin ich bei 141. Ich habe aber natürlich auch weit mehr Filme. Zehntens und letztens, welcher Film hat dich am meisten beschäftigt? Ja, da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken zu gemacht. Ich habe jetzt einfach in meiner Schublade geguckt und da sind mir zwei Filme natürlich sofort ja, entgegengesprungen, die mir wirklich am Herzen liegen und die mich wirklich sehr beschäftigt haben hinterher noch. Sei es jetzt, dass ich entweder danach noch sehr viel darüber nachdenken musste oder mich mit Freundinnen darüber ausgetauscht habe. Und zwar ist es zum einen American Beauty, den habe ich leider jetzt nicht hier. Der hat mich sehr beschäftigt und ist auch wirklich ein richtig genialer Film. Dann CAPEX. Finde ich, riecht sehr, sehr zum Denken an. Und ich bin ja so ein philosophisch angehauchtes Mädel. Ich liebe ja Philosophie und ich liebe Sachen,
Ja, es liegt natürlich auch in der Natur von uns Mädels, Sachen tot zu quatschen. Aber ich mag das sehr gerne und ich kann mich stundenlang über ein Thema auch unterhalten und das war hier total gegeben. Und welches ich natürlich auch sehr, sehr genial finde und wobei ich mich sehr lange auch mit meinem Vater darüber unterhalten habe, ist Sophies Welt, finde ich auch. Ist eigentlich ein absolutes Muss, wenn man jetzt vielleicht nicht das Buch unbedingt lesen will. Dass man dann wenigstens den Film kennt. Den Film finde ich sogar eine Spur besser sogar als das Buch, muss ich sagen. Also jetzt vom Schluss her. Und ja. Gut, das war's. Wen tagge ich denn? Ach ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil ich weiß nicht, die Karin hat auch schon einige getaggt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da alles darunter zählt. Also wer den Tag mitmachen möchte, fühlt sich bitte sofort von mir getaggt, sofort auf der Stelle. Und ja. ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis ganz bald, meine Lieben. Tschüss.